Ich habe mich gerade einfach ans Leveln gesetzt und plötzlich komme ich in einen neuen Bereich. Also, ich bin halt einfach nur nach oben geschwommen. Was ich anscheinend vorher noch nicht bin, wenn man von der Brücke von unter der Magitown oder wie es auch immer heißt. Ich glaube Magitown. Und wenn man da nach oben surft, kommt man dann hier hin. Der hat tatsächlich ganz gut versteckt, muss ich sagen, der Supertrank. Was? Okay, gut, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist immer die falsche Möglichkeit, um jemanden wirklich draußen zu halten. Okay, gut, never mind. Ich komme da ohnehin nicht rein, also passt es dann schon. Gibt es hier vielleicht irgendwo eine versteckte Lichtung? Das kommt mir wie ein perfekter Ort für, also generell für einen Geheimgang in den Bereich vor, aber auch für hier eine versteckte Lichtung, aber anscheinend nicht. Auch an der Seite keine versteckten Eingänge, auch hier nichts. Schade. Okay, gut, dann werde ich jetzt halt mal ein paar zum Level machen, I guess. Also eigentlich wollte ich das ja nicht, aber genau, hier seht ihr jetzt auch, wo ich gewesen bin. Warum ist Burner vorne? Warum nicht? Ja, wurde ich halt leider wahrscheinlich eh ausgewechselt. Da kann ich auch gerade mit Burner noch einfach drücken. Gut, dann hat es wenigstens keine Unterschied gemacht. Aber die EP sind halt auch. Wow. Es ist nichts. Ich gehe einfach wieder zurück in Richtung andere Stadt. Und level da, weil da dauert es vielleicht ein bisschen mehr. Dafür bekomme ich aber dann noch 200 EP pro Kampf. Pro Kampf. Und auch wenn der Kampf dann eben mal 3, 4, 5 Angriffe dauert, bekomme ich dann einfach mehr als von zwei solchen Doppelkämpfen. Das war gerade ein Gold. Wenn es ja wenigstens noch irgendwie richtig viele schöne, spannende neue Orte, an denen ich noch nicht gewesen bin, gäbe. Aber nee. Also ich werde dann jetzt einen Part von 20 Minuten einfach nur mit Leveln machen und werde dann halt auch danach das komplette Level einfach alleine machen, rausschneiden. Ich meine, wenn das stirbt, bekommt ihr es ja eh mit. Weil ich hier die Nassenkriegen eingestellt habe. Und ja. Double Slap, der Angriff, der 5-mal trifft? Nee, tatsächlich diesmal noch 2-mal. Bin stolz auf dich. Och, komm schon. Warum das sein? Oh.
Vielleicht wache ich ja jetzt auf. Nein? Schade. Double Slap trifft dreimal. Double. Das Double steht im Namen. Es heißt nicht Triple Slap oder Double to Five Times Slap, sondern Double Slap. Nee, hier ist auch keine versteckte Lichtung. Wenigstens sehe ich ein paar neue Mensa, I guess. Gut, danke. Weil Egersamen hätte jetzt echt nicht sein müssen. Danke, Läufer. Okay, gut, da wären wir lieber gewesen, weil sie mal schon dessen von Egelsamen getroffen. Das kann jetzt sogar fast Schaden machen, wenn es 5 mehr trifft. Ja. Und dann kann er sich nochmal damit hoch. Am besten hat er dann nur noch Synthese. Ich meine, wenigstens bekomme ich dadurch, dass ich jetzt auch so lange schlafe, wieder gut Überreste recovery. Aber wenn das der Grund ist, aus dem es für dich gut ist, dass du schläfst, ist es halt echt ein bisschen unglücklich. Grassy Tasche? Nein, nicht wenn ich die Moves habe. Weil selbst Captivate kann für mich ganz hilfreich sein. Und Grassy Terrain gibt halt nur im Gegner Recovery. Gut, mir auch, aber es gibt halt trotzdem in dem Gegner einfach viel mehr Recovery, als ich daran einen Vorteil bekomme. Oh, ein Feurige. Feurige ist nicht. Ich mag Feurige. Er macht mir gerade schon einen ganz guten Schaden, muss ich sagen. Also ich werde jetzt doch auf jeden Fall rausgehen. Genau. Und da kann sich Watson noch mal ein paar KP abstauben. Ach, und ich habe trotzdem die Überreste gepackt, statt ich glaube der Zapblade. Und ich habe die Anfolge der Angriffe ein bisschen verändert. Dass ich eigentlich nur noch die Leertaste durchswärmen muss, um auf dem stärksten Angriff schon ohnehin zu sein. Und das kann hilfreich sein. Ich gucke, dass ich jedes meiner Mons so, wenn möglich, auf 35, 36 hochtrainiere. Chuck Norris ist da ja schon weit drüber. Der ist ja schon gefühlt bei 90. Also der ist bei 41. Ja, deswegen habe ich auch absolut keinen Grund, die anderen nicht auch auf 35, 36 hochzubekommen, wenn ohnehin schon 2, 3 meiner Monster oben sind. Wow, das ist eine von sehr wenigen seltenen Fällen, in dem tatsächlich mal Matsport hilft. Weil er jetzt nicht getrutschottet wird, was er ansonsten wäre. Wenn er jetzt noch irgendeine K.O.-Attacke hätte, wobei ich gar nicht sicher bin, ob das dann funktioniert. Aber wenn, dann hätte er jetzt damit meinen Mann ausmachen können. Der gerade hat gemalert. Los. Ja. Ich habe auch tatsächlich absolut keine Ahnung, wann Liver sich weiterentwickelt. Je früher, desto besser, das auf jeden Fall, aber ich weiß halt nicht genau, wann.
sogar ganz gut in Schaden. Dafür, dass es weder quick war, noch sehr effektiv. Und das Modell des Mondes, ja gut, der ist halt auf 26 im Vergleich zu mir. Auf 27, also Levelunterschied ist ja gar nicht so hoch und das ist wahrscheinlich auf Step. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was ich kenne Double Hit halt gar nicht. Ja. Ich habe gerade den PRL-Kampf gemacht. Also gerade ist es von Weichen her. Gegen Mats? Was, Mats? Ich glaube, es war Mats. Ja, ich werde euch nicht spoilern, wie es aufgegangen ist. Ich habe halt im Teambuilding gedacht, ja, ich sollte eigentlich ein gutes Matchup haben. Weil mein Gegner keine Hazard Removal hat und ich habe einen der besten Websetter, den man haben kann. Also einen der besten Bulky Websetter. Und haben dann einfach mit einem Sash All Out Offensive Set gespielt. Ich hätte wieder ins Wasser gehen sollen, nämlich im Wasser kann ich wenigstens mit. Die Musik ist einfach so gut in diesem Spiel. Und es ist ein Fangame. Mehr oder weniger ein Hack. Die Pokémon hier sollten ein um einiges höheres Level haben. War das die Musik von Lavandia Town? Also Lavandia. Lavandia, genau. Aus Pokémon Rot, Gelb, Grün, Blau, was auch immer. Rot, Blau, Gelb, glaube ich. Also natürlich nur die runtergestufte Version. Die man auch tatsächlich spielen kann, ohne dass Leute das Gefühl haben, sich vor einen Zug werfen zu müssen. Weil es gibt dazu dann auch tatsächlich nochmal die härtere, bösere Version. Die anscheinend tatsächlich durch die Schwingungen an die Psyche eines Menschen geht. Als ich davon gehört habe, war ich komplett. Also, das hat mich ultra geschockt, als ich davon gehört habe. Der kann Sludge-Bombe auf dem Level? Natürlich werde ich vergiftet. Fokus. Wie dein Fokus doch nicht. Komm, reicht die Specs da kurz aus? Nein, schade. Wenigstens reicht der jetzt aus und ich kann mich halt einfach wieder hochladen. Obwohl ich echt interessiert bin, warum man in einem Spiel für Kinder eine Musik einbaut, die tatsächlich darauf aufbaut, die Psyche eines Menschen anzugreifen. Ich meine, es ist immer noch ein fucking Kinderspiel. Pokémon ist ja. Also wenn Pokémon ein Spiel wäre, das darauf aufbaut, creepy zu sein und gefährliche Verstimmung zu verbreiten und sowas in die Richtung, würde ich es ja verstehen. Aber nein, es ist ein Kinderspiel. In dem man wilde Kreaturen einfängt und gegeneinander kämpfen lässt, gegen ihre eigenen Freunde. Also,
man kann sich echt überlegen, was Pokémon es eigentlich ist. Warum es da geht. Oh, Stockpile-Horter. Ich war mir im Kopf nicht sicher, was das für eine Attacke war. Aber ja, es war Horter. Auch warum flincht er denn nicht, wenn er nicht boxen will? Ich glaube, ich habe aber einen Antidote. Dann würde ich das jetzt auch gerade einfach einmal einsetzen. Ich muss sagen, an sich liebe ich halt so düstere, so geheimnisvolle, so spannende Musik. Und da kommt das Mon, über das sich alle Leute lustig machten, als die Generation rausgekommen ist. Wenn man sich aber mal überlegt, ist halt eigentlich echt gar nicht so unglaublich schlecht gewesen, die Idee. Ich meine, man hat letztendlich ein Pokémon aus einem riesigen Problem der Menschheit gebastelt. Ich halt absolut eine gute Idee finde. Warum hat es gerade so viel Schaden gemacht? Das ist anscheinend echt an Balki. Muss ich mir auf jeden Fall merken, bevor ich den irgendwann mal aus Dummheit zerke. Weil das war halt echt komplett beschissen. Genau, also mit dem, was ich gerade mache, kann ich halt zweimal gleichzeitig hoch. Was halt ganz hilfreich ist, wenn ich Biomons auf einem hohen Level haben würde. Ne, cool, der hat noch kein Stockpile versucht, Stockpile zu erbrechen, I guess. Und hey, cool, Flinch. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich bin auch echt gespannt, wann sich meine Monster halt eigentlich entwickeln. Also nicht nur meine, nicht nur wie Unis irgendwann mal draufgegangen, leider. Aber auch mein Leider und mein Fokus. Weil gerade Fokus sollte sich ja demnächst entwickeln. Also mit dem nächsten, meine ich so die nächsten 4 Level. Genau, der Rest meines Teams ist hier irgendwie gefühlt voll entwickelt. Na, auch Glidunkel? Also Glidunkel sollte sich auf jeden Fall demnächst entwickeln. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass Glidunkel, dass ich Glidunkel habe, dass ich jetzt ja nicht entwickelt auf 35. Braucht ihr irgendeine Farbkralle oder sowas in die Richtung, um sich zu entwickeln? Muss er ein Level-Up mit einer Schafklaue oder sowas haben? Weil das wäre jetzt das, was ich mir am besten vorstellen könnte. Und nein, nein, nein. Du baitest mich hier nicht. Ich bleib nicht auf dir drin, weil ich normalen Mut lebe, weil ich gekrittet werden werde.
Oder du auf Smokescreen gehst, was? Und ich hab den Missklick. Ich wollte eigentlich nicht auf NASA, sondern auf Spark gehen. Also hier auf Funkensprung gehen. Weil Funkensprung halt ausgereicht, so riskiere ich halt quasi noch zu missen. Ja, wobei das jetzt auch ging eigentlich. Also, dadurch, dass ich getroffen habe. Dass ich aber auch noch keine EP-Teiler bekommen habe. Dass ich noch kein... Habe ich einen EP-Teiler bekommen? Habe ich einen EP-Teiler bekommen? Also einen OP-Teiler ja nicht. Aber habe ich einen EP-Teiler bekommen und habe es einfach nur irgendwann mal nicht gemerkt? Weil das wäre jetzt halt echt dumm. Das wäre halt echt dumm von mir. Experience Share. Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn's da nicht dran war, dann nicht. Ich bin im Überlegen, ob ich schon mal ein paar Trainer machen soll und da halt weiter level. Aber eigentlich will ich ja gerade für die Trainer leveln, weil die Trainer vermutlich ein recht hohes Level haben werden. Ja, da sollte Fokus halt eigentlich ganz okay reinkommen können, sollte den dann da kurz rausnehmen können. Richtig? Oh nein, Agilität, welche Paar? Ein Giftler könnte, wenn ich vergiftet wäre, tatsächlich echt stark sein, bin ich aber halt zum Glück nicht. Komm schon, das Level hätte er mir auch noch geben können. Slime. Gut, dann bekomme ich jetzt zumindest das Level mit meinem Schillock. Delta Schillock. Was für ein Wesen war da nochmal? War der Modest? Oh nein, nein! Ich habe Aurosphäre. Ist mir jetzt auch scheißegal, dass der Angriff versissen will. Ich habe Aurosphäre, das tut immer. Gut, er setzt nicht Stockpile ein und er bekommt zwar den Crit, aber nicht den Poison. Gut, und er hat kein Item, das er schleudern kann. Oh. Dieses Minimize. Ich hätte jederzeit fliehen können, aber... Oh, das war gerade schon wieder so dumm. Ich hasse solche Attacken. Bei mir treffen dann immer alle Gegner immer noch jeden Angriff, aber wenn ich's mal... Aber wenn es einen Gegner einsetzt, dann misse ich jeden meiner Angriff ab. Ich dachte eigentlich, dass ich den Trainer da oben schon besiegt hätte, aber anscheinend nicht. Komm, Funkensprung, du bist immer noch ein voll entwickeltes. Watson, was bist du für ein schlechtes Mon? Die Gegner steht ein fucking Galpen. Und du machst mit Spark nichts. Wenigstens ist der Gegner zu dumm, um tatsächlich zu wissen, was für Angriffe er einsetzt. Ansonsten hätte er dich wahrscheinlich echt besiegen können, Watson.
gehorter Verzehrer in fester Taktik. In Kombination mit Toxin. Stockpeil einfach dümmste Attacke. Na, es gibt Schlimmeres. Kosmikkraft. Ja, nun gibt es Pokémon zum Rüstungspack und vielleicht wird die leckerste Pokémon? Ja. Okay, thank you. Okay, auf your Pokémon for a few seconds. Thank you for waiting. We first served your Pokémon to full health. We hope to see you again. Und ich kann nur wiederholen. Es ist so ironisch, dass im Krankenhaus gesagt wird, hoffentlich sehen wir dich bald wieder. Ich glaube, ich ignoriere tatsächlich jetzt einfach mal das Leveln von Liva ein bisschen und pack Watson nach vorne und level wieder auf der anderen Route, weil Watson kann die wenigstens alle one-shotten oder zumindest two-shotten. Und werde dann halt Watson im Liva im weiteren Spielverlauf ein bisschen trainieren, beziehungsweise sobald ich den Experience Share habe halt auch. Aber so lohnt es sich halt mehr, einen Mon zu hoch zu leveln, das zumindest auf jeden Gegner one-shotten kann, als ein Mon, das drei Angriffe für jeden Gegner braucht. Insbesondere noch für weniger. Aber auch da brauche ich halt irgendwie 7, 8 Angriffe. 7, 8 Kills, um Level aufzusteigen. Und das ist halt wieder viel zu viel. Ja, komm, Hydropi. Setz ruhig Geduld ein. Ich one-shot den zwar eigentlich nicht, sondern two-shot ihn in Anführungszeichen nur, aber. Auch das ist in dem Fall jetzt halt nicht so schlimm. Ich glaube, Wingull geben eh mehr EP. Ich bin mir aber eh nicht sicher. Auch nicht sicher. Ja gut, das ging jetzt. Ging jetzt mehr oder weniger. Das war doch irgendwann mein eigenständiges Mann, oder? Weil das gibt mir dann eben recht viele EP, genau. Weil ich auf Level 30 bin, gehe ich dann mit Watson in die ersten Trainer, die da gleich kommen, weil ich werde Team Watson die ganze Zeit hier aufleveln. Es geht zwar um einiges schneller als Lyra aufzuleveln, aber es geht halt immer noch so unglaublich nervtötend langsam. Was braucht halt jetzt auch schon wieder einige Mons mehr, um mir Level zu geben. Also einige EP mehr, um Level zu geben. Und da ich jetzt halt auch aufs Level bin, geben mir die Gegner auf den Mons wieder weniger EP. Das bedeutet, es dauert länger, bis ich wieder auf einem neuen Level bin, wo ich dann nochmal weniger EP von wilden Mons bekomme und nochmal mehr EP brauche, um ein Level aufzusteigen.
Es wird nicht besser. Aber hey, ich bin gleich auf Level 29 und dann ist noch ein Level bis Level 30 und dann bin ich im Park. Und beginne dann den nächsten Part vom nächsten Trainer. Mit einem hochgehaltenen Watson, also mit vollen EP wieder, AP wieder auf Watson. Ich würde mir am liebsten einfach ein paar Sonderbomben auscheaten, aber... Erstens wäre das gegen die Regeln, zweitens wüsste ich nicht, wie das geht, drittens... Welches denn eigentlich nicht? Sweet Kiss! Sweet Kiss kann gut sein! Okay. Verwirrung oder Schlaf? Verwirrung. Nein, 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 nein. Wow. Damit habe ich meine Parafusion-Möglichkeit aufgegeben. Ich hätte letztendlich wahrscheinlich... Das war einfach nur dumm. Ich hätte wahrscheinlich Ruck-Zuck-Tiefe gemacht, weil ich gegen Bodenmonster halt eh einfach nur rausgehen will. Du kannst mir jetzt hier leicht mal zeigen, was es kann gegen dieses Curveball. Wow, anscheinend nicht. Ja gut, das sind ein paar einfach gewonnene EP für Koffers. Insbesondere wenn er auf Biss geht. Ich glaube, ich missklicke. Ja, ich sehe es positiv. Da kann ich mich jetzt für die Vakuumwelle entscheiden, weil so kann ich nicht von seinen Attacken geflincht werden. Es reicht sogar aus, damit ich nicht gerechnet, aber. So hätte ich auch höchstens von einem seiner Angriffe getroffen werden können. Und ich kann nicht geblendet werden. Das bedeutet, es hätte mir nie einen Nachteil gegeben. Außer ich bin schneller mit einem anderen Angriff noch aus. Aber das haben wir schon gesehen, das ist nicht der Fall. Sprung, Two-Shot, genau. Sternschau macht doch nicht so viel. Ich bekomme 5 KP jede Runde wieder. Och, diese 2 KP jetzt soll jetzt neu machen können. Und natürlich trifft er jetzt 4-mal. Aber hier draußen sind halt die XP-Gains wenigstens noch ein klein wenig höher als die da drin. Also hier außerhalb des Wassers und da innerhalb des... Ponita. Ich liebe die Shiny Form. Ich liebe Shiny Ponita einfach nur. Es sieht so cool aus. Ich tank noch einen Crit. Ich tank noch einen Crit. Ja, aber Flinten dagegen kann ich nichts tun. Oder auch keine Parade von. Ja, aber Focus Switch halt jetzt einfach rein und kippt auf die Vakuumwelle. Nur dass ich diesen nicht eventuell wieder mal nicht missklicken. Gut. Vakuumwelle kann ganz gut sein, um angechippte Gegner nochmal rauszunehmen. Ich bin echt gespannt, ob es irgendwann mal richtig kompetitive Kämpfe hier drin gibt.
Also was könnte halt echt spannend sein, echt spaßig sein. Genau, dann den Rahmen kann ich zurzeit leider nicht verändern, weil ein Hoch auf die Telekom. Ja, mein kompletter Bezirk ist einfach lahmgelegt, was das Internet angeht. Und ja, bis ich halt irgendwann die Möglichkeit habe, wieder Internet zu haben von der Telekom, ist halt erst Ende der Woche. Ja, also nicht viel vor dem Zeitpunkt, an dem das hier hochkommen wird. Das wird wahrscheinlich eine der ersten Sachen sein, die ich machen werde. Und die AP sind immer wieder schön zu bekommen. Ich weiß ja auch nicht, was ich jetzt noch großartig sagen soll. Ich meine, ich könnte noch ein bisschen weiter über die Linien stehen, aber ich weiß noch nicht mehr, wo ich da aufgehört habe. Ich meine, es war denn 3. Aber es ist halt jetzt auch ewig her, dass ich den letzten Part aufgenommen habe. Bitte sei genug EP, Winger, bitte, bitte. Bitte gib mir genug OP. Danke. Okay, gut, dann beende ich an der Stelle hier den Part. Ich mach schon mal die Abmoderation, wenn ich jetzt noch im Kampf bin. Genau, dann an der Stelle. Mögen eure Attacken immer falsch landen, mögen alle eure Fokusstöße treffen und mögt ihr ein gesund bleiben und ein schönes neues Jahr. Euer Link. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.